wird der Badenstag 264 Tour der hiesischen Polizei gesucht. Ich durchschaue sie. Das ist ja Bigamie. Das stimmt ja alles nicht. Ist das hier ein Standesamt oder eine Irrenanstalt? Sie sind verhaftet. Sagen Sie mal, Sie sind das ja gar nicht. Jetzt will ich Ihnen ja ein Wort sagen. Die ihm zur Last gelegten Vergehen, Heiratsschwindel, Urkundenfälschung und Bigamie sind hiermit als irrtümlich zurückgezogen. Aber trauen kann ich sich darum doch nicht. Ja, warum denn nicht? Ich bin Susanne Wein. Ich möchte hier wieder wohnen. Ich hoffe, wir werden uns vertragen. Aber ich habe ihr doch gesagt, dass es mich nicht stört. Aber mich stört es! Verstehen Sie das doch endlich! Was haben Sie eigentlich für einen Beruf? Facharzt für Chirurgie. Was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie... Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Kommen Sie mal her, 172. Ich freue mich, dass Sie rauskommen, Anders. Ja, nimm es wieder eigentlich. Dann bin ich die Sorge los. Am Tage meiner Rückkehr, beim Unfall von Julia, habe ich das Kuvert mit meinen Papieren, das du mir gerade gegeben hattest, verloren. Ein junger Mann hat es gefunden und mir am nächsten Tag wiedergebracht. Es war geöffnet. Und nun hast du Angst, dass er redet? Julia darf nie etwas von meiner Vergangenheit erfahren. Wenn Sie nur an Ihrer Erfindung arbeiten wollen, werden wir kein Geld bekommen. Und wenn wir kein Geld haben, können Sie nicht an Ihrer Erfindung arbeiten. Was machen Sie denn da eigentlich? Sie werden es mir nicht glauben, Charlie. Butter aus Gras. Ein Mensch hat das Geheimnis der Kuh entdeckt. Er kann Butter machen, direkt aus Gras. Was muss ich dafür geben? Ihre Kupferanteile. Ich interessiere mich für Ihre Erfindung. Verkaufen? Ausgeschlossen. Sie hat eine wichtige Erfindung gemacht. Was soll ich dabei? Nur eine Kleinigkeit. Du sollst uns eine Option von ihm verschaffen. Für ihn gibt es nur eine Geliebte. Und das ist die Chemie. Der Kessel strahlt Wärme aus. Da Verlust. Der ganze Kessel muss weg, weg mit all dem Zeug. Von all der Kohle, die die Dampfmaschine verheizt, werden 90% restlos vergeudet. Es ist aber durchaus möglich, die ganze Kraft aus der Kohle herauszuholen. 10 Motoren möchte ich sehen, der den Carnot'schen Prozess selbst durchführt. Munition verteilen! Feuer! Rein! So ein Ding ist doch ungemein gefährlich. Ist ja nicht passiert. Und das hier? Da wird der Hund in der Pfanne verrückt.